Gespräch 1. Moment, ich mach gleich auf. Hallo, Frau Seifert. Ach, Sie sind's. Tag, Herr Steiner. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke. Ich hätte eine Bitte, Frau Seifert. Heute Nachmittag bekomme ich eine neue Waschmaschine von der Firma Schelling. Aber ich bin leider nicht da. Können Sie bitte die Wohnung aufmachen und den Leuten von der Firma Schelling das Bad zeigen? Wann kommen die Leute von der Firma denn ungefähr? Sie haben gesagt, am frühen Nachmittag. Sind Sie da zu Hause? Geht das bei Ihnen? Ja, das geht gut. Sagen Sie ihnen, dass Sie sich bei mir melden. Danke, das ist sehr nett. Und hier ist der Schlüssel. Und sagen Sie ihnen bitte, dass Sie die kaputte alte Maschine mitnehmen müssen. Ja, das sag ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Seifert. Aber das mache ich doch gern, Herr Steiner. Das klappt bestimmt. Gespräch 2. Hallo Lena, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Weil wir uns gerade sehen, Stefan, könntest du mir bitte kurz helfen? Ja, gern. Was gibt's? Ich habe eine neue Pflanze gekauft. Und die ist ziemlich schwer. Können wir die zusammen in die Wohnung tragen? Ja, klar. Wo ist sie denn? Im Auto. Oh ja, jetzt sehe ich das Problem. Die ist ja riesig. Warte, ich helfe dir. Nein, das geht besser allein. Und wohin kommt sie? Auf den Balkon. Warte, ich mache. Gespräch 3. Tag, Herr Baran. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Tag, Frau Scholz. Ich fahre am Samstag in den Urlaub. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun und die Post in die Wohnung legen? Natürlich, das mache ich gern, Frau Scholz. Wohin soll ich sie denn legen? Ich gebe Ihnen einen Schlüssel. Dann können Sie die Post auf den kleinen Tisch im Flur legen. Ja, das mache ich. Kann ich sonst noch etwas tun? Ich wollte Sie auch fragen, ob Sie an einigen Tagen am Abend für ein paar Stunden das Licht anmachen können. Ja, kein Problem, Frau Scholz. Dann gebe ich Ihnen gleich die Schlüssel. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Entschuldigen Sie, gestern war die Haustür die ganze Nacht offen. Ach, wir müssen die Haustür abschließen? Ab wie viel Uhr? Ja, ab 8 Uhr soll die Haustür geschlossen sein. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Nein, das habe ich nicht gewusst. Warum muss die Tür dann zu sein? Das machen wir hier immer so. Man fühlt sich einfach sicherer, verstehen Sie? Ja, das kann ich gut verstehen. Tut mir leid. Kein Problem. Sie wohnen ja erst seit 2 Wochen hier. Da kann man nicht alles wissen. Sag mal, Anne, ihr habt doch dieses Jahr in den Ferien einen Wohnungstausch gemacht. Wie war das? Ach, das war eigentlich ganz gut. Wir wollten wieder nach Spanien fahren, nach Sevilla. Zuerst haben wir gedacht, dass wir ein schönes Hotel buchen. Aber mit 2 Kindern ist das einfach zu teuer. Ja, das kenne ich. Und war es dann schwer, eine Wohnung zu finden? Nein, eigentlich gar nicht. Wir haben aber das Glück, dass wir in Freiburg wohnen. Da wollen viele Touristen auch mal hin. Da kann man einfach tauschen. Und wie war es jetzt genau? Also die Wohnung in Sevilla war toll. Mitten in der Altstadt, im 3. Stock. Und sie war sehr hübsch möbliert. Wir haben uns wirklich wohlgefühlt. Und die Unterkunft hat fast nichts gekostet. Und was war mit eurer Wohnung? Auch alles gut. Die Familie aus Spanien war sehr nett. In unserer Wohnung war danach alles in Ordnung. Und unserer Katze ist es auch gut gegangen mit ihnen. Sie haben sich gut um sie gekümmert. Naja, an eine Sache habe ich am Anfang nicht so gedacht,
Man muss vor dem Urlaub die ganze Wohnung sauber machen und alles aufräumen. Oh, das sollte ich auch wieder mal machen. Naja, und ein paar private Sachen habe ich zu meinen Eltern gebracht. Die Wohnung in Sevilla haben wir dann natürlich am Ende auch noch geputzt. Das ist schon ein Nachteil. Im Hotel muss man das alles nicht machen. Siehst du auch noch andere Nachteile? Naja, wir hatten ja großes Glück mit unserer Tauschfamilie. Sie waren sehr nett. Da kann man bestimmt auch mal Pech haben. Und wollt ihr nächstes Jahr wieder tauschen? Ja, ich denke schon. Und ihr? Wollt ihr es? 1. Ich habe dieses Jahr einen Wohnungstausch gemacht. Ich möchte nächstes Jahr wieder einen Wohnungstausch machen. 3. Ich möchte nächstes Jahr mit den Kindern einen Wohnungstausch in Spanien machen. 1. Wir räumen heute die Wohnung auf. 2. Wir räumen heute Nachmittag die Wohnung auf. 3. Wir haben heute Nachmittag die ganze Wohnung aufgeräumt. 4. Wir haben heute Nachmittag 3 Stunden lang die ganze Wohnung aufgeräumt.